Komm mal zum Würfelpark, da ist ja. Alles klar, bis gleich dann. Aber auf der anderen Seite, nicht dort, wo alles steht. Da, wo gestern die Fahrräder waren, meinst du? Ja. Alles klar, komm ich hin. Ja. Gut, bis gleich. Jo, tschüss. Ui, Liam, was ist das denn? Ui, Mike, bist du im Dienst? Nee, im Moment nicht. Ich hab leider was zu tun vorher, bevor ich in den Dienst gehen wollte. Ah, erzähl dir nicht jetzt schnell. Vom Sägewerk in die Stadt. Vom Sägewerk in die Stadt. Ich habe meinen Vakrant leider am Sägewerk verhakt. Ich hatte einen zu fetten Arsch. Ich bin kannst du runter an die Straße denn kommen? Kriegen wir hin, ja. Wir laufen dann runter. Okay, gut. Bis gleich. Ich komme dich eben holen. Gut, tschüss. Ciao. Ja, was ist hier? Komm. Hopp, hopp. Sind auch schon auf dem Weg. Ja, mach doch erstmal das Auto auf. Hab ich doch. Ey, lass die Dame doch vorne sitzen. Na, ja, alles gut. Sitz auch hinten. So, in die Stadt. Reicht am Würfelpark, weil ich hab gleich einen Termin. Und das ist echt, knapp. Eieieiei. Was hast du denn vor heute noch? Gestern hat der Bobo, ein Kollege vom Taxi, hat ein bisschen Ärger gehabt mit einem. Und da haben die sich geprügelt. Und dann haben wir den gestern, haben wir dem aufgelauert. Und dann haben wir den, und dann hat der Bobo den herausgefordert, in einem fairen Boxkampf, im Ring, weißt du, da bei Kodis. Ja. Jetzt ist aber der Bobo ein verdammt schlechter Kämpfer. Dafür, dass der Afrikaner Buschmann ist, weißt du. So. Jetzt will der Ronny sich verkleiden als der Bobo. Und für den kämpfen. Und dann tausche dich schnell. Alles klar. So. Tschö, du süßer Käfer, wer auch immer du gerade warst. Ui. Ja. Heihachi Mishima, na? Ich bin bereit. Du bist bereit? Ja. Hör auf, in Serienkiller zu sprechen. Ey, dann hätte ich nicht gedacht. Wieso? Ich hab gedacht, du tauchst nicht auf. Ja, irgendwie bin ich ja, sind wir die Einzigen. Ne, die kommen jetzt. Also schon eine Minute nach. Ich glaube, ich habe gewonnen und alles gut. Also. Ich glaube, damit kriegst du die nicht abgespeist. Alles gut, ich bin ja hier bereit, also. Cooles Outfit. Also. Man zerstört ja nicht zweimal jeden Tag die Ehre von jemandem. Oh, oh, ui. Ja, das werde ich dem gleich auch noch ins Gesicht sagen. Naja, deine Ehre hat der John, der ja gestern genommen war. Gestern war gestern. Mann, der John ist echt wild, aber. Wer ist John? Der mit der Knarre. Dann fahrst, willst du fahren? Hör, du machst was anderes, steck in den scheiß Jugendloch jetzt ein. Ja, der. Also, der ist der gefälligste von euch, muss ich. Also, gruseligst auf jeden Fall. Nicht so, gar nicht gefällt. Ich weiß schon, was du meinst. Unter uns hat er ein Aggressionsproblem oder so. Also er hat ein schweres Alkohol- und Drogenproblem, ja. Nee, ich auch. Ich habe heute zwei Bier drin, weil ich wollte heute noch treffen. Ja. Der wurde bestimmt von Jet Li trainiert. Wer ist Jet Li? Ich bin da drüber. Oh Gott. Bobo, du bist am Arsch. Ich verstehe, Mann. Ach Quatsch, ich mach den fertig, ich bin der African Warrior, Mann. Ich hab schon gegen Löwen gekämpft, die waren fünfmal so groß wie du. Was sind Löwen? Ich weiß mal, was Elefanten sind. Oh, der hat dich Fett genannt. So, die Halle ist offen. Ja, Schätzelein. Wow. Hast du ihn noch nie drin? Doch, einmal. Aber wenn man selber kämpft, ist das irgendwie noch viel krasser. Ein Boxticket heute Abend. Ein Zuschauerticket. Oh, wo habt ihr die Toiletten eigentlich? Habt ihr Toiletten hier? Ja, die sind hier. Sind die offen? Kann ich dir aufschließen?
Ja, muss er Angst pullern oder was? Na klar. Wer müsste nicht? Dann schicke ich wohl nur was fragen. Und dann muss er eine Links-Rechts-Kombination. Bist du fit? Überhaupt? Na klar. Okay. Ja, ich war eben dran. Ich wollte ja. Alles gut. Ich wollte nur. Ich habe Joint genommen. Alles gut. Hast du eigentlich so was wie die Kids draußen sagen, irgendwelche Brainlegs zwischendurch? Oder wie sieht das aus? Nee, gar nicht. Nein. Es kommt zu viel von Drogen. Ah, okay. Ja. Geh mal in die Kampfposition. So. Du, ich soll dich fragen, kannst du den Kampf ansagen? Ja, klar. Super. So, dann geh mal aus dem Ring raus. Wie war der Name nochmal? Christian Kirk, ne? Genau. Alles klar, hast du einen Spitznamen? Ich geb dir einen, hau raus. Du bist der tote Mann. Ladies and Gentlemen. Ja. It's the moment you all been waiting for. Ich bin der Klemmer und ich sage Ihnen, heute ist der Kampf des Jahrhunderts. Vergesst Rocky gegen Ivan Drago. Heute jeden ab. In der einen Ecke. Hier angereist. Mit einem Gewicht von ca. 90 Kilo. Bei einer Größe von 1,82 Meter. Christian Schizophrenia Kirk. Und in der anderen Ecke. Die Maschine. Die Legende aus Afrika. Ein Traum aus Camarelle. Hier ist er, für euch, der Prinz von Bel-Air, Bobo Vuvuzela, mit einem Gewicht von 60 Kilo, bei einer Größe von 1,79 Meter, kommt mal zu mir in die Mitte des Ringes. So Leute, ich möchte einen fairen Kampf, ne? Unterhalb der Gürtellinie wird nicht geschlagen, ihr dürft treten, aber nicht in die Kronjuwelen. So, gebt euch die Hand. Küsschen. Nee. So. Wenn ich rausgehe, sage ich den Kampf an. Ich zähle dann runter. In eure Ecken. So. Ja, was denn? Gib dem alten Mann noch mal Zeit. So, bei 3, 2, 1, fight! Manchmal denke ich mir, sind die am Kämpfen oder machen die Ballett? Oh. Der darf nicht verlieren. Ach du Scheiße. Popo. Ihr habt das echt gemacht, wann habt ihr das? Ja, der hat ihn gerade gemacht. Der hat mich kein einziges Mal getroffen. Scheiße, ich hab das nicht mitgekriegt. Hat ihr euch gewechselt? Geh mal okay. Ich spreche für dich. Und der Sieger. War das einfach, mein Gott. Bobo. Hey. You're the best around. Nothing's gonna ever break you down. Krieg ich mein Geld wieder. Du kriegst einen Scheißdreck wieder, ich hau jetzt ab. Wie viel hast du denn verloren? Gestern. Ja, wie viel denn? 50.000. 50.000? Ja. Oh Gott. Ja, ich guck mal, was ich da machen kann. So, ich wünsche dir dann ein schönes Wochenende, ne? Oh Mann. Was haben die. Was, alter Vater, was habt ihr da denn gemacht? Ich hab da nicht gecheckt. Deswegen, du hast da voll die Zeit rausgezögert. Schönen guten Abend, die Herrschaft. Wieso? Wenn der Hans-Peter, wenn er die Leitstelle möchte, dann kannst du davon aussehen, dass du nicht mehr fährst. Digga, du kleine Missgeburt, hörst du, dass wir reden? Willst du eine Kugel fangen? Dann red weiter, Digga. Red weiter, ich schwör, ich knall dich hier ab, Digga. Ach du Scheiße, beruhig dich. Kleiner Bastard, Digga. Beruhigen geh immer sich. Wieder rein, Alter. Halt dir deine dumme Fresse, Digga. Genau, halt die Fresse jetzt. Komm mit hinter, wirklich.
Okay, okay, ciao, schönen Tag noch. So, erzähl weiter. Ich glaube, der hat schon in die Hose geschissen, weißt du? Ich laufe die ganze Zeit rein, wer bin ich denn, Digga? Der, der am wenigsten fährt. So, viel Spaß. Darf ich auch? Freunde, ja, kommt mal mit. Oh, oh. Kommt mal mit, jetzt rein, komm. Digga, ich hab's dir gesagt. Hab ich seit, sag, den hab ich das gesagt. Hab ich den gesagt, komm nicht wieder her. Hi. Hab ich den gesagt, verpisst ich euch? Hab ich's den gesagt? Bitte sag mir, ob ich's den gesagt habe. Hast du den gesagt? Okay, ich möchte nur sicher gehen. Und jetzt schreibt der. Ja, wollen wir? Ja, was ist denn mit dem Willi? Keine Ahnung. Verdammt. Wir fahren mal zum Würfelpark. Weil da sollten doch möglichst alle dabei sein. Okay. Ist doch wichtig. Ja, ja, natürlich. Hast du gemerkt, wer ihn das interessiert hat? Ja, ich, hauptsächlich habe ich gesagt, er kann nicht sagen, warum soll ich es leider einfach wieder abjauen. Ja, genau. Genau. Und Bonbon hatte dann schon eine Quest für uns, nur jetzt haben sie keine Zeit. Aber die dahinter, guck mal, rechts, die haben vielleicht eine Quest. Warte, das sind doch die Bombs. Hier sofort. Oh. Oha. Mein Gott, dein Charisma springt auf die Gruppe über. Das hat niemand gefallen. Hat er gesagt, Ronny, verpiss dich hier? Ja. Der schwarze Jugular hat den gesagt. Ach so. Zieh durch. Der hat gesagt, du sollst durchziehen. Bretter rein. Mach voran. Also Mike. Was denn? Der hat gesagt... Alter, die knallen uns ab. Oh, weil, fahr, fahr, fahr. Ich, oh Gott, die fliegen uns Kugeln um den Arsch. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Wir können die großen Helden sein oder wir verpissen uns einfach. Ja, wir würfen jetzt ein W20er und dann würfen wir den Schaden aus. Okay. Wollen wir das beobachten, ob wir was sehen vom Dach? Warte. Ist der mal Würfel nicht mit. Ja, komm, machen wir. Aua. Oh mein Gott, oh, warum? Oh Gott. Oh Scheiße, die sind ja... Was hast du getan? Oh Gott, die sind ja näher, als ich dachte. Das sind aber nicht unsere Questgeber. Wir sind mitten im Krieg. Ich wette mit dir, die kommen hier gleich auf unser Dach. Zusammen, zusammen. Wir bleiben zusammen. Nicht splitten, nicht splitten. Und nicht splitten, bleib bloß da. Oh mein Gott, was hat... Warum? Warum, Ronny? Die kommt von da drüben. Noch Richtung Hof. Ah, siehst du, ich wusste es. Aber wir gelangen in eure Kugeln. Weg hier. Ja, wohin denn? Ihr schießt doch überall. Einfach weg, schnell. Mann, die sind doch überall. Nöls, wo kann man sich mal hier verstecken? Oh, au, au. Geh noch mal runter. Idioten. Geht's euch gut? Wo sind sie? Oh Gott. Das ist ein Fähnchen, oder? Boah, das ist Bomben. Sind das die Yadis oder ist das Bomb? Das ist Bomb. Ne? Boah, ja. Der hat sich wieder gerollt wie James Bond. Und da links, guck mal, da links kommen die anderen. Oh. Boah, oh, ja, ey, beste Aussicht hier. Bitteschön. Ging nicht. Ich glaube, das Ding ist entschieden hier. Wer hat gewonnen? Ich glaube, die Yadis haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir stehen alle noch. Fahr mal durch, die Hut durch. Einmal nur durchfahren und dann biegen wir unten ab. Du sicher? Ja, fahr einfach. Oh Gott. Nein, du musst nicht. Doch, fahr's weit durch. Durch durchfahren. Oh Gott, ich kann ja nicht hinsehen. Fahr straight durch. Fahr straight durch. Okay. Oh nein. Ab. Fahr, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Nee, tu's nicht. Aber. Zieh durch hier jetzt. Passt nicht. Ja, die Yadis fahren selber weg. Die haben gewonnen. Die haben dieses Ding weggescheppert. Guck mal, was dir liegt. Ne, da sind sie noch. Links. Fahr mal über einen drüber. Sag mal, seid ihr bescheuert? Jetzt ist es aber so weit hier. Ist vorbei? Könnt ihr fahren? Und später, ja. Jungs, kommt, bitte, wenn's bitte, verzieht euch einfach. Bitte. Fahrt einfach. Ja. Mein Gott. Mann, die sind aber freundlich. Wir brauchen ja keine Quest zu machen. In der Aktion sind die trotzdem freundlich. Ehrlich. War doch eine Quest.
Wo fahren wir denn jetzt hin? Das kommt mir von gestern bekannt vor. Ich hab... Oh mein Gott. Wirklich? Keine Ahnung. Was ist denn da überhaupt? Und was suchen wir denn? Weiß nicht, guck mal. Wenn du irgendwas sagst, sagst du, don't believe me, just watch. Hey. Oh. Ah, wir suchen nur eine Parkgelegenheit. Hm? Ist doch egal. Ja genau, park einfach mal, dann steigen wir aus. Wenn die fragen, was du machst, sagst du, oh shit, do you speak English? Und tust so, als wenn du den nicht verstehst. Okay. Gib mir Stein jetzt hier aus. Nein, nein, das kurz war. Ach. Du musst jetzt aber auch behindert sein. Warum? Weil du auf dem Behindertenparkplatz stehst. Nicht geguckt. So. Können wir Ihnen helfen? Ja, wir suchen den Weg. Wir suchen den... Wie hieß der Laden? Ja, das sind Sie aber hier falsch. Hier ist kein Laden. Man hat uns aber versichert, dass es hier Burger gibt. Ne, wir wollten hier parken hier und dann zum ich. Essen gehen. Hi Ben. Hier nicht. Wo ist denn... Sie können nicht Southside fahren. Also ich sag, wie es ist, ne? Wir könnten euch alle in den Knast bringen. Echt? Warum das denn? Darf man nicht fahren? Ein Police Department. Das ist doch ein Parkraum. Ja, alles gut, beruhigt euch. Und wo steht, dass wir hier nicht rein dürfen? Das ist tatsächlich so. Aber alles gut, die Herrschaften haben nur einen Burgerladen gesucht. Der ist hier nicht. Ich empfehle euch da CK's an der Southside, das ist neben dem einen Krankenhaus. Da ja. Quatschen hat dich, aber hier wie gesagt nicht, nett. Weil sonst gibt es okay. Ärger und so. Ja, ich bin in der Navi gefahren. Irgendwas ja, alles gut, da? Ist ja kein Problem. Dann, okay, entschuldige. Ansonsten ruft die Leitstelle von CK an. Ja. Dann könnt ihr euch ausliefern. Okay. Okay, tschüssen. Tschüssi. Müssen die mal den Garagentor abschließen? Komm ich mal hier nicht. Raus? Da, wo du reingekommen bist. Einfach dieselbe Einfahrt nochmal nehmen. Ja. Meine Güte, was ist das denn hier? Ach, den Wagen kann ich unter Boden renovieren. Ach, wo ich hier lang geschickt werde. Das ist doch ein Witz. Hat der Tom nicht Bescheid gegeben? Ich gehe durch. Der Wagen, der scheint echt mal abgerischt zu haben, oder? Ich weiß nicht. Ich guck mir das Schwert da an. Da kennst du doch ja nichts hier. Mann! Ja, komm! Das ist alles doch kaputt. Das ist. Der, kaputt! Ich kann nicht mehr. Ja, der Willi hat ja seine Finger an allen Frauen drin. Dran. Dran. Gott. Ja, seine Freundin Wilma. Wilma Riesche, ne? Und Wanda Keller, ne? Den verstehe ich nicht. Maria Krohn? Maria Krohn, ja. Ich glaube, er war auch mal mit einem zusammen, der hieß Axel Schweiz. Oh ja. Was Ach, machst du? Guck mal, der hat sein Betttuch an. Grüße. Warte, lass dich mal anschauen. Warte. Weißt du, wer ich bin? Ich bin du. Ah. Ich hatte geil. So kommen wir ihn zurück. Ich hoffe, das hält auch. Ich hoffe, das ist kein Billigkleber. Nein, das ist superkleber. Wie läufst du gerade? Arrogant. Wie sehen wir denn nebeneinander aus? Oi. Du könntest moin Fahrten für mich machen und könntest als Klemmer abbrechen. Wird ja, nicht sicher. Auffallen. Ja, ja. Ja, Sonnenbrand. Akzent, ne? Das kriegst du hin. Sag mal, Schätzelein. Schätzelein. Pipi im Popo oder was? Pippi im Popo oder was? Ja, das klingt 1:1 wie ich. Aber irgendwie. Alter, du hast überhaupt keinen Hals, Mann. Das ist so geil. Du hast keinen Hals. Du hast keinen Hals. Du hast keinen Hals. Du kriegst gleich Hals. Nee, ich. Na, egal. Vor den Hals. Ja, genau. Ja, ich auch.
Und turn around. Und turn around. Stehen bleiben. Pause. Pausen. Und turn around. Und turn around. Ich hoffe, so läuft die Tanisha. Ja? Ja. Hörens, kannst du nicht einfach hier hinstellen? Hörens, er sagt Hörens. Wie sieht er? Hörens mal. Moment. Bist du Jack oder was? Was ist denn das hier für ein Driet, hä? Das heißt Driss. Hörens, doppeltes Maikchen oder was ist das hier? Ja, mach du auch noch, dann sind wir komplett. Arschloch. Aber das ist wirklich so. Tim, guck dir seinen Hals bitte an. Welchen Hals? Genau. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ehrlich, das sieht aus, als hättest du keinen Hals. Noch einmal, ich hab keinen Hals, dann ist das. Du siehst aus wie eine Fingerpuppe. Nein, du hast einen schönen Körper da drin. Ah, ich weiß. Ja, das stimmt. Der hat auch eine Schlange. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Ja, jetzt fängt der wieder mit den Pimmelsachen an. Ja. Das ist halt, das hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Wir schlafen ja heute an dem Pink Cage. Wenn langweilig, das kannst du ja mal waschen für mich. Hör uns, die Putzfrau hat letztens an die Rufe, hätte gesagt, ich kann nicht in die Bude, da ist ein Schlangen. Hab ich gesagt, das ist der Bobo, ihr einfach drüber. So, gute Nacht.